Ich mach mal ein Jahr keinen Sex. Was? Noch eins? Stevens Leben tritt auf der Stelle. Doch sein bester Freund Bunny versucht alles, um das zu ändern. Hey, Alter. Wir fahren in Urlaub. Wir suchen uns ein Land, wo du endlich mal mit deinen zwei überdimensional dicken Golfbällen ganz geschmeidig zum Einlochen kommst. Wo sind denn deine Sachen? Cheers! Das sind über 500 Seiten pure Freude. Und wehe, das hier ist scheiße. Dreht sich schon immer weltweit alles um die Schuhe. Kommt mit mir. Essen, Obdach, Spaß. Gute, warme Milch. Köstlich. Ist vom Hund. Ich hack dir deinen Schwanz ab und schnippel ihn auf ein Sandwich. Gehst du nach der Arbeit noch etwas trinken? Kehrst du noch in eine Bar ein oder sonst wo? Nein. Gut. Endlich triffst du mal eine, bei der du Chancen hast. Und was machst du draus? Du kriegst schnurstracks auf die Freundschaftsebene. Du bist mehr wie ein Bruder. Mhm. Ein Schwuler. Ich bin nicht interessiert. Ja, zwischen mir und Eloise wird's gleich hacketacki. Toll. Du hast nicht zufällig eine Pimmeltüte? Ich will ja nicht unverschämt sein, aber... Na, super. Wie geht's denn jetzt mit dir und Bunny weiter? Ich glaube nicht, dass Bunny der Typ ist, mit dem man groß Pläne machen kann. Hast du was getrunken? Ja. In Spanien sind, werde ich mit einem Stier kämpfen. Hey! Hast du einen Vollschuss? Über den Stierkampf ist viel geschrieben worden. Aber ich brauche dafür nur einen Satz. Weiche dem Stier aus, du Vollidiot! Sonst würde er dir den Arsch aufreißen!